Hallo und herzlich willkommen zurück bei World of Warcraft. Warum ist sie eigentlich immer so überblendet im Gesicht? Kann mir das mal einer erklären? Und was haben wir da für ein gefährliches Ding hinten auf dem Buckel? Alter, Schwede. Ja, okay. Haufen Zeug suchen und Zelte abbrennen. Alles klar. Ist das hier zum Zelte abbrennen? Ja, wahrscheinlich. Sieht aber eher aus, als wäre da Wasser drin. Muss ich nicht verstehen. Ich muss das nur ausführen. So ist das bei der Armee. Nicht nachdenken, sondern machen. Gehirn verboten. So, wir hatten das ganze Zeug. Ihr nicht, ne? Ja. Da lang. Da lang? Okay, dann eben hier lang. Muss da jetzt aber nicht da oben da in die Dings rein? Oder muss ich da rein? Nee, da muss ich nicht rein. Aber da müssen wir bestimmt noch mal irgendwann rein. Ich weiß gerade nicht so recht, was ich suche. Im Zweifelsfall. Irgendwas Mechanisches. Ach, hier bei den Türmen. Bei diesen Türmen. Ja, ich meine, kann das sein? Ich glaube, mich schwach zu erinnern. Oder? Und dann irgendwie obendrauf? Ah, jetzt will ich mal Akku. Ja, aber ich komme hier gar nicht. Komme ich hier irgendwo hoch? Ach Gott, hier. Mein Gott. Man kann es ja mal. Man kann es ja mal verstecken. Da lang? Wer bist denn du? Ach, hier. Uhui. Da haben wir es doch. Ole, ole. Okay. Wir haben das Feuer. Ich habe hier voll Akku. Ich weiß gar nicht aus welcher Richtung. Kann ich natürlich jetzt auch nicht aufsitzen. Ist ja doof. Na gut, dann gehen wir eben zu Fuß weiter. Da hinten aus. Okili-dokili. Ich hoffe wieder auf so einem Turm oder so. Was war denn das überhaupt? Irgendeine wilde Maschine. Okay. Ich nenne es einfach mal Turm. Oh, da haben wir Zelte. Okay. Zelte. Vernichte die Zelte. Hier, lass mich mal das Zelt. Guck mal, das hätte doch gar nicht sein müssen, mein Freund. Ich soll doch hier nur die Zelte vernichten. Sonst nichts. Jetzt einfach weitergehen können. Oh Gott, das dauert ja ewig. Na gut. Na gut. Du. Bevor du mich gleich wieder hier anfällst, übernehme ich das mal ganz kurz für dich. Wie viele Zelte müssen wir denn? Acht. Okay. Okay. Boah, sie. Also, das ist ja kein Anzünden, was sie hier macht. Sie verseucht das doch. Oder aber, sie vergaß das Ding und dann setzt sie noch einen dicken Pups rein. Das kann natürlich dann sein, dass es dann abfackelt. Keine Ahnung. Aber hier steht ja eindeutig angezündet in der Quest. Ja. Erst Gase rein und dann Feuerzeug oder wahlweise Streichhölzer und dann Krabum halt, ne? Ja. So, dann gehen wir mal rüber. Da rüber. Ach, ich glaube, ich weiß, wo das, wo noch so ein Teil hier ist von dem Herrn Rosi. Da hinten in der Hütte. Okay, dann gehen wir da mal hin. Nachdem wir dieses Zelt hier verseucht haben, mit unseren Abgasen. Ist kein Wunder, dass der Wald hier so aussieht, wie er aussieht. Jetzt mal ernsthaft. Jeder ankommt mit seinen Abgasen und so. Und am besten steht hier noch irgendwo eine riesige Kuhanlage, Kuhfarm, die da schön mit ihren, tach, die da schön mit ihrem Methangas und so. Dabei fällt mir eine Radiomeldung ein, die jetzt echt, also im Radio, ne, habe ich ja gesagt,
in den Nachrichten kam. Und zwar, mal sehen, ob ich es noch zusammenkriege. Da hat ein Kuhstall gebrannt. Und zwar, die Kühe sind mehr oder weniger mit dem Schrecken davongekommen. Ich nehme an, das war eine größere Anlage, größerer Stall. Die Kühe sind da mit dem Schrecken davongekommen. Manche hatten sich wohl ein bisschen das Euter angekokelt. Und das hat die Nachrichtensprecherin auch tatsächlich so gesagt. Das Euter wäre angekokelt gewesen. Auf jeden Fall haben die Kühe den Stall selbst in Brand gesteckt. Da hat sich so viel Methangas gebildet, weil die Kühe ja gerne hier so irgendwie so und hinten. Und dann hat es irgendwie Funkenschlag gegeben. Weiß der Geier, warum da auf einmal Funkenschlag kommt, das haben die da auch nicht gesagt. Ja, und dann hat sich das Methangas entzündet und der Stall ist, ich weiß nicht, ob er abgebrannt ist, aber hat wohl gebrannt. Und ja, so ist das. Wisst ihr Bescheid? Die Kühe verpesten komplett unsere Umwelt. Also so Rinder, glaube ich, ja generell im Allgemeinen Abgeschlossen. setzen ja ziemlich viele Gase frei. Da kann das schon mal passieren, dass das Euter brennt. So, was jetzt? Marschall irgendwer? Was soll ich da noch machen? Da soll ich da auch noch irgendwas machen. Ach hier, ich wollte in das Haus. Gott, jetzt habe ich so viel von pupsenden Kühen erzählt, dass ich das hier fast vergessen hätte. Ja, aber da, ich meine, das ist jetzt mal ernsthaft, ne? Also letztendlich hat ja der Stall gebrannt. Die armen Viecher, ich wollte gerade sagen, die armen Schweine, die hätten da auch alle jämmerlich verbrennen können. Ist ja nun nicht passiert. Also ich finde es eigentlich, wenn es ja nicht so witzig wäre, fände ich es schon tragisch, ganz ehrlich. Aber da kann man mal sehen, Kühe sind total gefährlich, ey. Die unterschätzt man so oft. Dann pupsen die dich an, dann gibt es einen Funkenschlag, weiß der Geier warum, und zack, bist du abgefackelt. Ja, nicht zu spaßen mit den Kühen. Was ist denn jetzt dieser komische? Ich laber mich hier um Kopf und Kragen gerade, ne? Der ist doch hier irgendwo, das weiß ich doch genau. Ach, da hinten. Genau. Ganz in der Ecke. Hier, du, warte mal, ich muss jetzt hier durch und du bist mir doch eh gleich im Weg, das weiß ich doch jetzt schon. Ich weiß gar nicht, Schweine in ihren Ställen, die sondern doch mit Sicherheit auch Gase ab. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob die da so viel auch absondern, dass das für die gefährlich werden könnte. Aber letztendlich glaube ich natürlich, wird es da bestimmt bei den Kühen eine Untersuchung geben, wie es sein kann, dass sich so viel Methangas überhaupt da bilden kann. Denn ich gehe schon davon aus, dass es da Richtlinien gibt, wie gut oder schlecht so Ställe belüftet sein müssen. Ja, dann kriegt der da bestimmt noch, ich will nicht sagen Ärger da, der, ich nehme an, es war ein Bauer, Ärger, aber da kommt bestimmt noch Schreibkram auf ihn zu. Und zwar unangenehmer. Ja, was treibe ich hier eigentlich? Ach, das macht mich ganz, ganz ramdösig hier, die Quest. Ach so, hier die Teile noch holen und abgeben. Okay. Ja. Seht ihr mal, jetzt habe ich mal irgendeinen Schall. Holt der mich vom Pony, Alter? Zisch ab, Junge. Das willst du nicht wirklich, was du hier machst. Echt nicht. Siehst du, hast du davon. So, ja, dieses ganze Kuhgeplänkel hat mich doch jetzt hier völlig aus der Bahn geworfen. Übersicht verloren. Ach so, da oben. Ach Gott, da oben. Ach Gott, ja, nee, dann holen wir erstmal die Teile, die uns noch fehlen für Herrn Rosi. Dann müssen wir hier einmal wieder quer hindurch. Na gut. Mal irgendwas bekommen, eben was eine Quest nochmal auslöst. Irgendwie ein Quest-Dingsbums, wisst ihr, was ich sagen will? Nö, okay. Ich habe nämlich überhaupt gerade gar nicht aufgepasst. So. Ja. Wohin? Das ist hier die Frage. Ach, noch ein ganzes Stück darüber. Gut, mal hier durch. Oh, habt ihr hier Gefangene gemacht? Okay. Lalalala. Was ist denn das jetzt, wo ich hier hin muss? Nee? Da lang? Das da?
Das da vielleicht. Ja, ach, da oben blinkt es. Es blinkert, ich sehe es schon und ich sehe sogar ausnahmsweise mal, wo ich hoch muss. Juppidi. So, hier haben wir mechanisiertes Eis. Alles klar. Und da gibt es eine Quest. Und ich weiß auch, wo die uns hinführt. Nimm mich den Turm runter. Felskiefer, toter Felskiefer. Okay. Der ist aber gar nicht mal so ohne, der Felskiefer. Hütet euch vor Felskiefer. Auf Befehl von Oberanführer Gromgar ist das Betreten des Felskesselsees verboten. Die wilde Bestie, die Felskiefer genannt wird, hat den See in eine Todesfalle verwandelt. Solltet ihr Felskiefer beseitigen, nehmt seinen riesigen Zahn als Trophäe und bringt ihn zur Herrin der Spione Anara. Sie wird euch belohnen, empfohlene Spieler Anzahl 2. Okay, also passt ob. Will mir ja nicht nachsagen lassen, dass ich nicht weiß, wie es geht. Aber ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, wie es geht. So, dann machen wir jetzt mal hier Gesundheitsstein. Den vergesse ich. Aber selbst wenn ich den habe, ich denke da gar nicht dran, den zu benutzen. Ne? Wisst ihr, wo mein Problem ist? Aber gut, wir haben ihn. Das haben wir auch. Charters ist im Anschlag. Kann der Felskiefer jetzt nochmal gerade hier hochkommen vielleicht? Ich könnte mal hier, ich mache mal lieber unendliche Atem drauf. Der war doch eben hier. Da ist er. Alter, das ist aber auch ein gewaltiges Hallöchen. Ja. Kann ich den Charters da schon hinjagen? Ja, kann ich. So, antanken, mein Freund. Hast du? Alles klar. Ich mach mal mit. Und jetzt sagt mir bitte nicht wieder, ich soll den Charters heilen. Ich weiß es. Aber guck mal, ist schon um. Hast du gut gemacht, mein Freund. Hast du gut gemacht. Wollen wir mal schnell hier den Zahn und so einpacken, bevor der hier gleich wieder respawnt. Alles klar. Da. Ich wüsste gar nicht, wie geht denn das? Lebenslinie, ist das das? Opfert 2% eurer gesamten Gesundheit, um euren beschworenen Dämonen zu heilen. Ah ja. Ah ja, seht ihr, seht ihr. Ich weiß immerhin, wo es liegt, die Taste, ja? So ist es. Ja, danke, Charters. Es war nett mit dir, solange es gehalten hat. Dülüt. Und jetzt. Wo muss ich dann jetzt hin? Ach Gott, da oben. Oh, ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich ganz schwach. Da müssen wir aber außen rum. Da können wir, glaube ich, da nirgends hochkrabbeln. Da geht hier hinten irgendwo ein Weg lang. Na gut, machen wir. Da, ja, bumm, ist ja gut. Muss ich nur aufpassen, dass ich nicht dran vorbeireite. Das wäre nicht das erste Mal. Das wäre nicht das erste Mal, dass ich diesen kleinen Weg verpasse. Hier lang, ne? Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Was kommt denn da eigentlich für eine? Ach so, das ist wieder Eschental hier hinten, die Grenze. Ja, ich war gerade ein bisschen verwirrt auf der Karte hier, weil es da so grau ist. Naja. Oh, Hasi, hallo. Oh, Stinky, hallo. Oh, guck mal. Da hat schon einer den Weg freigeräumt für uns. Das ist ja super. Was will man mehr? Hier auch mal irgendwie. Gar nicht so. Ach, ich sehe es doch. Ich sehe doch das Ziel. Was laberst du mich hier voll, ist nicht im Sichtfeld. Stimmt doch gar nicht. So. Siehst du? Wohl im Sichtfeld. Ach, da hinten ist er. Was ist denn das? Ein Jäger? Danke fürs Freiräumen auf jeden Fall. Grabumski.
Ich habe bei sowas immer ein bisschen Panik, hier abzustürzen. Da muss man nur mal mit der dicken Hüfte die Kurve nicht so richtig kriegen, ne? Und schwupski, und dann war's das. So, lasst mich mal gucken. Juhu, Geronimo! Schabuck. Hoffentlich kommt jetzt der Olle Kiefer-Dingsbums nicht hier um die Kurve. bitt's mir? Bitt's mir! Nein! Super, hat sich wahrscheinlich nicht getraut, hier mir hinterher zu springen, und deswegen hat er sich verpisst. Na ja. Das lässt ganz schön tief blicken, mein Lieber. Wenn du nicht lieb bist, dann werde ich dich doch ersetzen durch den Charters. So, haben wir denn jetzt alles? Ja, wir haben alles. Perfekt. Dann können wir ja. Stopp mal. Ja, bumm. Können wir ja zurück. Na, genau, wieder hier durch. Da. Das wäre jetzt sehr witzig, wenn es jetzt bei jedem Hui, jupp, dieses Boom gemacht hätte. Was es leider nicht tut, aber na gut. Boom. Ist gut. Ich bin heute nicht so ganz zurechnungsfähig. Liegt bestimmt an den Kühen und dem Methangas. Na, das war aber jetzt nur so ein halbes Hui. Mann. Scharf rechts. Scharf links. Scharf rechts. Also wenn das keine Serpentinen hier sind, wo man es kotzen kriegen könnte, dann weiß ich es auch nicht. Hallo, ich bin wieder da. Nennt euer Anliegen. So, Marschall Paltrow. Habt ihr verdächtige Dokumente in Paltrows Lager gefunden? Vielleicht an seiner verwesten Leiche? Jeder Hinweis auf die Angriffsmuster der Allianz wäre bei der Schlacht um Steinkrallengebirge von Vorteil. Seid für alles bereit. Hütet euch vor Felskiefer. Was wünscht ihr? Ich will dir den Fangzahn geben, Mädchen. Ein Beweis für die Macht der Horde. Belohnung wählen. Cool. Gibt's denn hier mal irgendwas Schickes? Nö. Oh, wartet mal. Alter, haben wir noch gar nichts für den Hals? Oh, wir haben noch gar nichts für den Hals. Beweglichkeit und Ausdauer? Wir nicht, ne? Dann nehmen wir lieber die Handschuhe. Ja, wir nehmen die Handschuhe. Die Gerechtigkeit wird obsiegen. Okay, danke schön. Wir haben noch nichts für den Hals. Das kann ja nicht wahr sein. Das ist ja skandalös. Mädchen, bleib mal hier. Ich habe den ganzen Kram besorgt, den du wolltest. Herr Rossi ist so traurig. Wir müssen ihn wieder fröhlich machen. Ich kann dir mal eine reinschlagen. Clarissa klatscht aufgeregt. Herr Rossi, der geht es gleich wieder gut. Hurra! Clarissa setzt die Teile, die ihr gefunden habt, routiniert in Rossi ein. Oh, Herr Rossi, ich wusste es. Ja, ist alles gut, Kind. Herr Rossi braucht jetzt einen Engel, der ihm bei der Navigation hilft. Werdet ihr dieser Engel sein, ehrenwerte Blutelfe? Mit eurer Hilfe können wir es bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter schaffen. Also, bleib stehen, du dusselige Kuh. Mit eurer Hilfe können wir es bis zur Klippe schaffen und viele Allianzkämpfer töten. Was meint ihr? Och, bitte, edle Hexenmeisterin, bitte. Wenn wir genügend Allianzler umbringen, kauft Herr Gromgar uns allen ein Eis. Bei dir tickt's auch nicht richtig, oder? Töte 20 Gnomen-Ingenieure und 5 Gnomenklopfer-Dinger. Alles klar. Ach, Herr Jemine, was denn jetzt? Nein, ich will nicht. Ihr Lieben, ich will nicht. Ich würde sagen, wir machen jetzt Schluss hier an der Stelle, weil ich will nämlich nicht. Und wir holen uns das Eis. Auf jeden Fall beim nächsten Mal. Und bis dahin, eure Trin.